Chihuahua! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Und ja, heute gibt es wieder ein Unboxing vom Büschchen. Ich habe wieder was bestellt und ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was da drin ist. Aber eigentlich hatte ich da noch ein paar Figuren bestellt. Ich tippe auf, ich weiß nicht, steht es an der Seite drauf, was drauf drin ist? Da steht Multi Goku Freezer Doll. So, und ich hatte nämlich einen Goku und einen Freezer in Gold bestellt. Und ich bin jetzt gespannt, was von beiden drin ist oder ob beide drin sind. Aber es sieht mir danach aus, wenn nur einer drin ist. Aber heute mit etwas klein. Und damit meine ich nicht dich. Ha, 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 ha. In der Kamera geht's eigentlich. Also ja, so, da siehst du auf einmal so 1,90 Meter aus. Deswegen denken auch alle, ich bin voll groß. Und dann sehen sie mich in Real Life. Homie! Oh, wo ist der Adam? Und deswegen, ja. Okay, was ist drin? Es ist auf jeden Fall in keiner extra Verpackung, so wie es ausschaut. Ist eine drin oder sind zwei drin? Überraschung. Okay. Bin gespannt. So. It's Golden Freezer! Komm, ich sehe doch, dass da noch was drin ist. Ja, aber was ist die Frage? Spann mich nicht auf die Folter. Okay. Ich folter dich auf die Spannung. Ja. Also, wir haben einmal. Okay, der sah wirklich. Größer. Der Beschreibung. Nee, größer. Ich habe mir schon was gedacht, dass die ein bisschen kleiner sind. Das ist okay. Verarbeitung ist mittelmäßig, würde ich sagen. Ich muss mal ganz kurz das Licht hier drehen. Also beim Freezer finde ich die gar nicht mal so schlecht, muss ich dazu sagen. Also nicht das Beste, aber ich habe teilweise auf Wish-Figuren gesehen, dass sie das Gesicht nicht mal ansatzweise nach dem Anime aus. So wie letztens diese 10-Euro-Plakat-Dinger, die ich da hatte. So, jetzt ist die andere Frage, wie stecke ich den da rein? Da muss ja noch irgendwas dabei gewesen sein. Eigentlich nicht. Das geht also schon. Der ist. Wow. Was kostet der ungefähr? Der hat, mit Goku zusammen war ich nicht mal bei 20 Euro, glaube ich. Ja, also dafür finde ich den super gelungen. Ja, also ich finde die Füße, die wie Hände aussehen, die normal sind, ein bisschen komisch gemacht. Ich krieg den nicht zusammen. Ich krieg den nicht zusammen. Freezer, 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 Freezer. Vom Go-Brett direkt in die Kamera. Den siehst du gar nicht, der sieht aus wie das Go-Brett. Das verschwimmt ein bisschen. So, dann haben wir auch den Goku. Oh, okay. Und da finde ich das Gesicht ein bisschen fragwürdig. Ja, die Nase ist ein bisschen lang, sieht aber aus wie auf dem Foto. Aber hey, das ist der erste Super Saiyajin Blue, den ich habe. Und zweimal den gleichen Ding, warte. Also das geht schon, also für den Preis ist es voll. Für den Preis ist es voll in Ordnung. Ja, schau mal. In Japan kosten die sogar mehr, geschweige denn in Deutschland. Hallo, werd mal scharf. Ja. Ich finde, den kannst du voll lassen. Also den kannst du voll lassen für den Preis. Ja, was hast du denn da noch Schönes? Da ist ein Zettel mit Tipps. Wenn sie nicht gut passen, diese Figuren, legen Sie bitte die Figuren in heißes Wasser oder benutzen Sie den Föhn, um es zu blasen. Was? Wenn es leicht wird, montieren Sie bitte das ganze Teil zusammen. Echt jetzt? Ja, stimmt. Also wenn es nicht passt, musst du es aufwärmen und schmelzen. Ja, sozusagen, dann lässt du dieses Plastikding schmelzen, damit es besser reinpasst und nicht wie ich einfach mal reindrücken, mit ein bisschen mehr Kraft. Und ohne Witz, das haben wir uns nicht erfunden, das steht halt hier wirklich so drauf. Können wir noch ein bisschen zurück? Ein bisschen zurück. Jetzt scharf. Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall eine gute Strategie, was zu verkaufen. So, wenn es nicht passt, einfach ins heiße Wasser einlegen und schauen, was passiert. Ja, das hört man ja auch öfters, sowas. Ja. Heißes Wasser hilft gegen alles. Ja. So, bist du krank? Heißes Wasser. Nudelsuppe, wenn es nicht passt, in heißes Wasser. Willst du einen Salat essen? Ins heiße Wasser. Alles ins heiße Wasser. Und da, der kriegt es direkt. Der hat ein Arrow in sein Knie, Alter. Nein. Guck, der kriegt es direkt ins Knie mal. Also irgendwie finde ich die Stellung, wie er da fliegt, ein bisschen doch. Nein, mit diesem Knie-Ding finde ich es komisch. Au! Also, heißes Wasser? Ja, einmal heißes Wasser, wir brauchen hier einmal heißes Wasser. Oder Blasen. Ja, okay, da passt es wirklich nicht. Da ist wirklich der. Ich glaube, das ist falsch rum. Ach so. Solange es hält, ist ja alles okay. Ja, es hält nur nicht. Vor allem, er bleibt nicht mal stehen in der. Ah, okay, so. Mit dem Salz wird er schon. Salz! Ja, also ich finde es okay, kann man trotzdem lassen für, ich sage jetzt mal wirklich mit Lieferkosten. War auch bei 22 Euro für beide Figuren. Kommen auf jeden Fall ganz geil in meiner Dragon Ball Ding, ja, mit Versand aus China halt. Finde ich es echt okay, kann man echt verlassen. Also sind schön die Figuren. Kann man halt, ne? Ja. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich gehe. Ciao.